habe ich alle. Viecher. Und dann mag ich wieder Pokémon, dann fange ich mir alle nochmal. Oh, ein Sonnentropfen. Jetzt können wir die Jackie entwickeln. Steini, Granito, Felsi, Fliesi. Vielleicht habe ich auch schon mal irgendeinen gefangen, weiß es nicht mehr. So. Hier. Ja, bitte. Von Sommersonne zu... Was? Sturmsonne. Das ist bei mir wie bei Pokémon. Bei Pokémon, wenn ein Viech stark ist, benutze ich auch meistens nur das. Sturmsonne. Nein? Gut. Dann nicht. Ja, wie gesagt, ich bin dann, wie bei Pokémon, wenn ich da ein starkes Viech habe, meistens ist es Anfangsstarter, der Starter. Wenn das meistens, also wenn ich für mich spiele, dann trainiere ich nur das. Und komme damit meistens auch gut durch. Mal sehen, ob es hier auch so ist. Ich werde irgendwann mal versuchen zu wechseln, damit ihr auch so ein bisschen Abwechslung habt und nicht immer die gleichen Viecher seht. Momentan allerdings noch nicht. Wie gesagt, ich werde irgendwann mal so eine komplette Levelphase einlegen, wo ich alle leveln werde. Meine Viecher. Alle auch mal komplett ausrüsten, dann halt gucken, welche sind gut, welche sind nicht gut. Und dann werden wir mal ein bisschen durchwechseln, wa? Aber momentan erstmal nicht. Ich könnte aber Yoshi mal wieder einsetzen. Gucken, wie der sich macht. Naja. Alles klar, eins nach dem anderen. Sagen wir dem Captain Bescheid, dass wir zurück sind, was? Wenn er uns direkt auf sein Schiff lässt, müssen wir die Badesachen nicht anziehen, oder? Wirklich? Wie schade. Ich habe mich richtig an... Ach, verdammt. Ich kann es kaum erwarten, Captain Neumal klug den Freibrief zu geben und ihm zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Dann los, wir haben die nötigen Informationen, um den nächsten großen Weisen zu finden. Wir sind bereit. Ist aber schon seltsam, oder? Dass jemand in dem Altar schon ein Weiser... Was? Dass jemand in dem Alter schon ein Weiser sein kann, meine ich? Er ist viel jünger als mein Vater. Und auch um einiges hübsch und so. Ha! Wir müssen sofort nach Schweinfurt. Los, gehen wir zum Captain. Irgendwas hat er mir jetzt geklaut. Hehe. Das ist jetzt meins. Vielen Dank. Oder mein Buch. Der schon wieder. Nein, das Bild. Es ist weg. Was? Und der Freibrief auch. Er hat beides gestohlen. Mann, was für eine Nervensäge. Na los, hinterher, oder nicht? Jetzt darf ich dem schon wieder hinterher latschen. Halt, wir gehen oben lang. Sind das meine zwei? Ach, die werden, ach, das werden die gleichen Quests sein. Gott, okay, jetzt noch eine ganze Menge mehr Quests. Dann müssen wir doch noch mal eine Weile hier bleiben. Also erstmal ist hier unten... Ne, das ist das kleine Mädchen, das haben wir schon. Aber die gute Frau hier ist neu. Du meinst, du hast noch immer keinen passenden Ort für unseren Laden gefunden? Himmel, du bist nutzlos, vollkommen nutzlos. Hey, wie redest du denn mit mir? Ha, ich muss mich Tag aus, Tag ein mit dir herumschlagen. Ich rede so mit dir, wie es mir passt. Hui, das war jetzt aber gemein. Ziemlich fies, Olli. Das scheint eigentlich nicht ihre Art zu sein, oder? Was glotzt ihr beiden denn so? Das geht nur mich und meinen Taugenichts von einem Gatten etwas an. Liebling, bitte. Dir muss etwas zugeschossen sein. Du bist nicht mehr so... Du bist nicht mehr du selbst. Oh ja, na klar, Mann. Sie hat ein gebrochenes Herz, nicht wahr? Echt? Na, ohne Zweifel. Die leidet an einem schweren Mangel an Güte. Das kannst du mir glauben. Wenn wir ihr nicht helfen, wird sie ihrem Ehemann das Leben zur Hölle machen. Na gut, dann haben wir dein gebrochenes Herz. So ist es richtig. Ich denke, sie braucht Güte, nicht wahr? Ja, Güte haben wir noch, glaube ich, noch. Zufälligerweise. Jawohl. Dann haben wir doch jetzt schon die Karte voll. Ist doch perfekt. Reicht zwar nicht für den Badeanzug, aber... Trotzdem. Was ist los? Mein Herz fühlt sich so ruhig an. Oh,
Oh, Liebling, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich kann nicht glauben, dass ich dich so behandelt habe. Ist schon gut. Ich hab dich wieder. Und das ist alles, was zählt. Danke, junger Mann. Ich weiß nicht, was ich ohne dich... Was ohne dich aus uns geworden wäre. Bitte nimm das hier. Karottenküchlein. Karottenkuchen. Ja, Karte voll. Sehr gut. Da am Pier ist noch eins. Wobei. Ja, wir gehen. Was? Achso, muss ich da lang. Wir gehen mal eben schnell. Wo ist denn das? Oh, sag mir nicht, hier gibt's gar keinen so einen Laden. Doch, das müsste doch. Oder ist das der Katzenkorb? Ja, der Katzenkorb. Dann gehen wir erst einmal hier schlafen. Übernachten. Ja, bitte. Ich glaube, hier in dem Laden gibt es gar keinen Monster-Dings. Ja, genau. Magischer Begleiter. Bla, bla, bla. Was haben wir freigeschaltet? Regionen der Welt. Okay. Ja, können wir auch gleich mal speichern. So, perfekt. Ja, haben wir. Also lass mal gucken. Da ist der Händler, da unten ist die Omi. Nee. Das nehmen wir noch mit. Ah, Kiste. Nicht. Milchschokolade, sehr gut. Okay, dann vergesst es. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, nochmal nach Kuwait zurückzulatschen. Da bin ich jetzt ein bisschen faul für. Wir gehen jetzt mal gucken. Außer die Quest da unten sagt, dass wir das müssen, dann wäre ich nicht abgeneigt, das nochmal zu tun. Da, da ist er. Ich habe doch gesagt, dass du ablegen sollst. Dieser Freibrief gehört dir nicht. Ich kenne dich, Dieb. Du hast ihn gestohlen. Von wem? Wen kümmert's? Sei einfach still und lass mich an Bord, okay? Ich habe den Brief, das heißt, ich darf mit dem Schiff reisen. Ich kenne meine Rechte. Bringst du mich jetzt in die Herbstlande oder nicht, na? Immer mit der Ruhe, Freund. Kein Grund, sich so aufzuregen. Was ist denn, so dringlich, dass es nicht auf einen günstigen Wind warten kann? Ich muss ihn finden. Ich muss ihm sagen. Ihm? Von wem sprichst du? Hör zu, ich muss einfach nur jemanden dort treffen. Er macht alles falsch. Deswegen muss ich hin und ihm sagen, wie es richtig geht. Komm schon, bring mich hin. Du bist im ganzen Ort berüchtigt. Warum sollte ich einen wie dich auf mein geliebtes Schiff lassen? Hör zu, ich muss dorthin, verstanden? Wenn ihm irgendetwas zustößt, weil du mich nicht mitnehmen willst, werde ich... Das wirst du nicht so schnell vergessen. Spar dir deine leeren Drohungen. Sag mir lieber, von wem du sprichst. Warum willst du, dass ich dich zu ihm bringe? Ja, das geht dich nichts an. Und jetzt sei still und leg ab. Halt, gib uns unsere Sachen zurück. Verdammt, ihr schon wieder? Du bist wieder da, Junge. Sei gegrüßt. Warte, der Freibrief. Gehört er dir? Ja, Captain. Er hat ihn uns gestohlen. Hatte ich's mir doch schon gedacht. Die Kulifin würde einem gemeinen Verbrecher niemals ein solches Privileg gewähren. Verschwinde. Heißt das, du wirst mich nicht mitnehmen? Aber, verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht, dass ich das alles für ihn tue? Ich muss dorthin. Ah! Was ist das? Gib acht, Olli, da stimmt etwas nicht. Der schwarze Nebel. Das ist auch ein Albtraum. Ein Albtraum? Oliver, was hat das zu bedeuten? Vorsicht, Esther, er greift an. Was? Oh nein. Okay, bin jetzt mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Da, beim ersten Mal ging es schief. Beim ersten Mal hat es auch geklappt. Quatsch, beim ersten Mal ging es schief. Beim ersten Mal hat es gut geklappt. Ach du meine Güte, der zweite... Na gut, das sieht aus wie der erste. Svens Albtraum, ohne jede Zurückhaltung. Creepy. Okay, wen nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal dich und hauen jetzt einfach mal drauf. Wow.
Danke fürs Heilen. Immer weiter drauf. Okay, wir wechseln mal zu Olli. Und machen heilende Hand auf Esther. Ich keinen Bock habe, dass ich Esther verliere. So, Esther heilt sich auch. Das ist sehr gut. Okay. Schmetterschlag. Das war sehr gut. Dann machen wir Schnitter nochmal. Wenn ich jetzt noch so eine goldene Kugel kriegen würde, das wäre super. Oh, Nachtmusik verteidigen. Oh oh. Oh ja, den Gasticker. Nein, ich bin eingeschlafen. Okay, ich kann angreifen. Okay, ich muss zu Olli wechseln. Einmal. Okay, ich muss mich. Nein, nein, nein. Verteidigen. Zauber, heilende. Ne, lindernde Hand. Auf. So, ich werde jetzt einmal dich einwechseln. Und los geht's. Nicht schon wieder Nachtmusik. Ach, komm schon. Jetzt schlafen wieder alle. Das ist klasse. Okay. Ich muss wieder zu Olli wechseln. Und dann... Oder sollen wir mal Jackie probieren? Welches Level ist es denn? Nee, Quatsch, dieser Stufe 3, die hat jetzt leider noch nichts zu sagen. Kommt schon. Wieso wechselst du Yuki ein? Und lässt ihn angreifen? Lass den zaubern wenigstens. Alter. Oh, nein. Ach, komm schon. Na gut, das ist zumindest nicht so schlimm wie so eine scheiß Feuerattacke. Beim ersten Angriff... Und... Ja, jawohl. Beim ersten Angriff wachen sie wieder alle auf. Albtraum besiegt. Hoppala. Jawohl. Sehr schön. Kulanamus, Yoshi, Jackie, Übernicke, Unterjogi, Unterkiller. Oh. Ich habe jetzt nicht gesehen, was für ein Trigger gelernt hat. Müssen wir mal gucken irgendwann. Oh, Moment. Wo bin ich? Du warst von einem Albtraum besessen, Mann. Hast dich ein bisschen komisch aufgeführt, deswegen. Gibst du uns jetzt unser Bild zurück? Seid still, ihr alle. Lasst mich in Ruhe. Kommt... Was? Kommt einen Schritt näher und ich werde... Ich werde euer wertvolles Bild in Stücke reißen. Oh je, was sollen wir nur tun, Tröpfchen? Ich denke, er hat noch immer ein gebrochenes Herz. Aber ich frage mich, was ihm fehlt. Ah, kapiert. Wie die Kuli, finde ich. Ihm fehlt Zurückhaltung. Deshalb kann er nicht anders und klaut, was ihm unter die Finger kommt. Wir müssen also ein bisschen Zurückhaltung finden, oder? Aber wo sollen wir suchen? Abula hat uns schon mit seiner ausgeholfen. Das wäre doch was für deine Fiole, Olli, oder nicht? Laguna ist nicht sehr groß. Hier finden wir im Handumdrehen ein bisschen Zurückhaltung. Dann machen wir uns auf die Suche. Ist mir egal, was ihr macht, solange ihr es irgendwo anders macht. Haut schon ab! Ah, jetzt muss ich ernsthaft noch hier. Dann wird's wahrscheinlich Krabbe. Moment. Was? Moment. Verdammt nochmal. Hä? Tröpfchen, bilde ich mir das nur ein oder will diese Krabbe uns irgendwas sagen? Ah, lass mal sehen. Nee, bildest du dir nur ein. Okay, bist du sicher? Sie sieht so aus. Sie sieht so gesprächig aus. Was sollen wir tun? Flex noch eins, Mann, du bist doch ein Zauberer. Pack deinen Zauberstück raus und nutze den Zauber, okay? Okay, wir werden mal gucken, was die Krabbe uns zu sagen hat. Bah, was soll ich nur tun? Mann, oh Mann, du siehst aber nervös aus. Was ist denn los? Bah, du verstehst, was ich sage? So ein Glücksfall. Ich hatte auf jemanden wie dich gehofft. Könntest du mir bei etwas helfen? Worum geht es denn? Um meinen Freund. Vor einigen Tagen wurde er von einer Riesenwelle fortgespült. Bitte findet ihn. Ich würde es selber tun, aber ich bin völlig durch den Wind. Ja. Das ist bloß die Frage, wo?
Na gut, weißt du vielleicht, in welche Richtung er verschwunden ist? Gute Frage. Ich nehme an, die Strömung hat ihn wohl nach Osten getragen. Aber mehr weiß ich leider auch nicht. Okay, ich dachte nur, dass ihr mit eurem Schiff perfekt dafür wärt, nach ihm zu suchen, weißt du? Vermutlich. Na gut, Krabbe, wir werden deinen Freund für dich finden. Boah, tolle Neuigkeiten, danke. Okay. Challenge accepted. Ah, ich muss zum Stern, nicht zum grünen Punkt. Stimmt, ist ja storybasiert. Ah, jetzt hätte ich eh in den Katzenkorb rein gemusst. Was aber nicht die Katzenkorbdame. Nee, der Bürgermeister, natürlich. Es ist also der Gouverneur. Er hat etwas Zurückhaltung übrig, oder nicht? Na klar, Mann, logisch, oder nicht? Er denkt daran, wie geduldig er sein musste, bis er alle von seiner Idee mit der den Badesachen überzeugen konnte. Stimmt etwas nicht, meine Freunde? Oh, ich sehe, dass ihr eure Badesachen nicht tragt. Sind sie euch so schnell lästig geworden? Nein, das ist es nicht. Wir wollten nur gerade an Bord eines Schiffes gehen, um die Stadt zu verlassen. Ho, ein Schiff, sagt ihr? Ihr habt also eure Reiseklamotten an? Ich verstehe. Aber unser Freibrief wurde gestohlen, deshalb möchten wir Sie um einen Gefallen bitten, Herr Gouverneur. Tut mir leid, das zu hören. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Sie müssen uns dabei helfen, jemanden zu retten. Jemandem helfen, der in Not ist? Ein nobles Anliegen. Aber dazu brauchen wir etwas von Ihrer Stärke. Meine Stärke? Ja, wir müssen ihm das Stück seines Herzens zurückgeben, das ihm fehlt. Nein, einer mit gebrochenem Herzen? In unserer Stadt? Das darf nicht sein. Du weißt also, worum es geht, was? Schick, dann machen wir es kurz. Wie du siehst, ist dieser junge Mann hier ein Zauberer. Und zwar einer, der gebrochene Herzen heilen kann. Beim Barte des Propheten. Und der Mann, dem wir helfen wollen, hat seine Zurückhaltung verloren. Ihr verfügt über unglaubliche Geduld und Nachsicht, Gouverneur. Würdet ihr etwas davon abgeben, damit wir ein Herz heilen können? Das hatte ich nicht erwartet. Aber natürlich, gerne. Sag mir, was ich tun muss, und ich werde es tun. Prima, vielen Dank, Herr Gouverneur. Moment. Sorry, ich werde heute wieder ständig unterbrochen hier. Schick, und weiter geht's, Olli. Herz empfangen. Wupp. Die Macht der Versuchung zu widerstehen. Achso, ja, Zurückhaltung, haben wir schon, genau. Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Mein Herz ist viel leichter. Bedeutet das, dass ich ein Stück davon mit dir geteilt habe? Genau. Gut gemacht, Olli. Und jetzt auf zum Dock, damit wir den Kerl mit dem gebrochenen Herzen helfen können, ja? Ja, danke, Herr Gouverneur. Ich hoffe, dich bald wieder hier in Laguna begrüßen zu können, junger Mann. In Badehosen selbstverständlich. Du mit deinen dämlichen Badehosen, ey. Halt die Fresse! So. Können wir jetzt mal bitte mit dem Schiff. Ich hab langsam genug von Laguna. Generell von... Ach. Von der Wüste und allem. Ich möchte mal einen neuen Kontinent jetzt. Es wird Zeit. Na? So. Verdammt nochmal. Hab ich... Was? Ich habe doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Verflixt man, langsam geht der mit... Irgendwie auf den Senkel. Bringen wir es hinter uns, Olli. Okay, Herz schenken. Und Zurückhaltung. Bitteschön. Was hast du mit mir angestellt? Portrait of some pretty boy. No need to get your knickers in a twist. It's important. It must be. Why would you steal it if it wasn't? Let's just say I can't have it doing the rounds. Tell you what, I'll buy it off you. That's fair, right? No, it's not for sale. We need it. Oh yeah? Need it for what? Go on, this should be good. If I tell you, will you give it back? I might. It's a picture of one of the great sages.
We need to find him. He's gonna help us defeat Shadar. You what? What did you just say? We're going to defeat Shadar, all of us, together. And we reckon this great sage might have some proper powerful magic, innit? Ollie boy here's gonna need it. Okay, we told you why we need it. Now give it back. You lot think you can take down Shadar? And you want to drag Pretty Boy here into it too? We sure do. And he'll help us. I just know he will. You must be even more gullible than you look. That or you're just plain stupid. You realize nobody stands up to Shadar and survives, don't you? Nobody. Huh? Nothing. Anyway, you don't stand a chance. I think we do. Eh? Oliver made my father, Rashad, believe again. And he saved me, too. Rashad? What? The great sage? Rashad? The very same. And he's itching to take Shadar down now. You're joking. If Rashad is... We're not joking. Fine. I give up. I can't believe I'm saying this, but you lot have got me half convinced. All right, I'll take you. I'll show you where to find him. Hey. What? You know him? Yeah, a bit. Neato! Thanks so much. Hör auf, Dufte zu sagen, Mann. I'm Swain. Good to meet you, kiddo. Ja, Swain Reis sitzt mit uns. Alright, alright. Unser drittes Partymitglied. Good to meet you, Oliver. I'm Esther. Tippy, Lord High Lord of the Fairies. So, I guess we should set sail, huh? This is so exciting, Oliver. Ja, können wir jetzt weiter? Oh, weil wir uns gerade vorstellen. Komm raus, Junge. Oh mein Gott. Das ist mein Vertrauter. Du hast einen Vertrauten? Du hast ihn doch nicht gestohlen, oder? Nein, habe ich nicht. Vielen Dank auch. Er ist mein Vertrauter und zwar völlig legal. Und er haust ganz schön rein. Das kann ich... Was? Und er haut ganz schön rein, das kann ich dir sagen. Sven und sein Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Hm, irgendwas im Sven gefällt mir nicht so richtig. Er verbirgt etwas. Aber es wird bestimmt toll, einen weiteren Freund auf unserer Reise dabei zu haben. Vor allem einen mit einem Vertrauten. Hey, ich bin nicht bloß so eine Dumpfbacke mit einem Vertrauten, ja? Wie wär's, wenn ich euch zeige, was ihr sonst noch so drauf habt? Da ihr nicht viel von mir zu halten scheint. Aha, genau das, was ich brauche. Diese Truhe ist perfekt. Oliver, beweg dich ein bisschen näher an die Truhe dort drüben heran, ja? Sag mir Bescheid, sobald du sie klar und deutlich sehen kannst. Ich zeige euch etwas, das euch vom Hocker hauen wird. Ach, jetzt weiß ich auch, wie ich an... Ah. Moment, okay. Macht euch auf was gefasst, Kinder. Here goes. Gut, hör zu. Siehst du, wie weit ich von der Truhe weg bin? Ziemlich weit, nicht? Und du denkst bestimmt, dass ich die nie im Leben erreichen kann, oder? Nun ja, da kommt meine Räuberpistole ins Spiel. Ich benutze einfach R, um das Ziel auszuwählen, und drücke dann X, um zu schießen. Ganz einfach, oder? Das Schöne am Schatztruhen ist, dass sie nie wegrennen. Sie sind, wie man in unserem Gewerbe sagt, wehrlose Opfer. Also dann, wird schon schief gehen. Okay. Achso, halt rechts. Und X, um zu schießen. Feuerschleuderstein. Ah, okay. Super. Nicht schlecht, was? Ich muss nicht ans Schloss rumfummeln und mir die Hände schmutzig machen. Die wahren Profis nehmen ihre Beute aus sicherer Entfernung ins Visier und schnappen sie sich, indem sie einfach den Abzug drücken. Und was für Profis wären das? Ach, jetzt sei doch nicht so ein Tugendbold, okay? Das wird uns sicher ziemlich nützlich sein. Freunde, wir setzen bald die Segel. Alle an Bord. Jawohl, Herr Captain. Komm schon, es geht los. Okay. Ihr bleibt nicht lange an einem Ort, was? Na schön, auf geht's. Schick, endlich werde ich das Meer sehen. Sonst weiß ich auch, wie ich an meine fehlende Kiste in dem goldgelben Wald komme. Waldgoldenglanz. Und jetzt gibt's hier tatsächlich noch ein bisschen... Bist du in Ordnung? Oh ja, mir geht's gut, ich bin geschoben. Das tut nicht weh. Bist du ganz sicher, Junge? Sieht verflixt schmerzhaft aus. Stimmt, das sieht echt übel aus. Die meisten Kinder würden jetzt sicher weinen. Dann bin ich nicht vielleicht so wie die meisten Kinder. Mein Papa hat gesagt, die Jungs
dass Jungs nicht weinen. Also habe ich ihm versprochen, es nicht zu tun. Du versuchst also, dich zu beherrschen, um dein Versprechen zu halten, meine ich? Ich sag dir, Olli, das Herz von dem Jungen strotzt nur so vor Zurückhaltung. Sieh nur, wie deine Fiole leuchtet. Oh, du hast recht. Sag mal, würdest du uns vielleicht helfen wollen? Ihr braucht meine Hilfe? Na klar, was kann ich für euch tun? Oh, du musst gar nichts tun. Wir möchten nur ein bisschen von deiner Zurückhaltung borgen. Meiner Zurückhaltung? Ich verstehe das nicht ganz, aber es hört sich ganz spaßig an. Bitte nur zu. Danke, das hilft uns echt weiter. Wir werden jetzt auch nochmal... Ich weiß, ich komme schon wieder nicht vorwärts. Ich habe zu viel Kleinigkeiten, die ich machen muss. Aber er kann ja auch noch zwei weitere Begleiter tragen. Und ich würde die jetzt gerne mal austauschen. Weißt du, meine Knie geht es schon besser, glaube ich. Vielleicht war es dein Zauber. So, jetzt schauen wir nochmal. Gut. Die restlichen drei Quests sind die gleichen. Und mal gucken, was wir denn für Begleitung noch dabei haben, ne? Mitnehmen können. So, abholen. Welchen wollen wir denn noch mitnehmen? Ah, ich hätte gerne... Warte mal, wo war es denn? Den hier? Flaubfausel. Ah, hier. Fratz Spatz. Kriegst du mit. Und den Drosselflosser. Und den... Achso, jetzt muss ich wieder abgeben. Nein, nein. Das. Das und das. Und wir nehmen jetzt einfach mal den mit. Den. Und den. Nee. Moment. Ach, verdammt. Wir nehmen das hier mit. So, dann müssen wir nochmal schnell ausrüsten. Ah, da habe ich leider nichts. Da habe ich leider auch nichts. Kriegst du das hier? 13, 15, 18. Habe ich nicht mehr. Okay. Das. Das hier und das da. Und du kriegst das. Mehr habe ich nicht. Da habe ich leider auch nichts. Und Schuppen leider auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich dabei habe. Aber wir brauchen das momentan noch erstmal nicht. Die anderen sind eh noch nicht stark genug, um groß kämpfen zu können. Ich hoffe, ihr setzt ihn nicht im Kampf ein. Das wäre echt schlecht. So, jetzt wollen wir aber gucken, dass wir endlich mal weiterkommen hier. Warte mal, Mann, du willst jetzt gleich an Bord? Bist du denn wirklich schon bereit? Eine Seereise darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weißt du? Frag nun mal meinen Onkel Dai. Mein Onkel Dai. Was meinst du denn damit? Na, es ist verdammt gefährlich, nicht wahr? Du solltest tiptop in Form und gut gewappnet sein, bevor wir zu den Herbstlanden segeln. Oh, da hast du wohl recht. Wollt ihr mich verarschen? Ich speichere jetzt einfach mal und dann wird weitergegangen jetzt. Wir sind tiptop in Form. Ich habe alles, was ich machen wollte. Gut, ein bisschen leveln müssten wir vielleicht noch. Aber das können wir auch drüben machen. So, Klappe halten, weiter segeln. Ich hoffe, ich komme wieder zurück, wenn ich will. Ansonsten müssen wir alles andere später machen. There you are. Sorry, sir. We got a little sidetrack. The preparations are complete. We sail immediately. Aye, aye, Captain. Weigh anchor! Anchor's away! Weigh anchor's away! Another voyage lies before us. My heart sings for the seas. Set sail! Okay. We're moving! Ah, it's proper exciting, this is. This is gonna be fun. Ach, auf einmal sind sie hier beste Kumpels, wa?
Shaddaa, are you straddling? And he spoke so highly of himself. Fool, did he really think the Guardian of the Volcano could defeat the pure-hearted one? I fear that Executor may be a trifle toothless. Perhaps he forgot his orders. Well, Shaddaa, what next? This time, I shall leave nothing to chance. This time, he will suffer by my own hand. So, it has come to this at last. And not before time. Your Grace's silence, please. Very well, Shaddaa. I will grant you a new power. What? The power to summon the storm. Ah, super. You honor me, Your Radiance. This time, he will be destroyed. Das ist sowas von unfair. Fail me, Executor. Greif, wenn ich auf dem Meer bin, kann der den Sturm beschwören. Oh, kann ich das? Ah, die Meeresluft erquickt meine Seele. Nun, meine Freunde, wisst ihr überhaupt, wie man ein Schiff steuert? Haha, nur keine Angst. Es ist keine zu beeilen. Navigiere mit L und benutze R, um den Kamerawinkel zu ändern. Du hast das so sicher bald heraus. Willst du vom Bord gehen, dann nähere dich dem Ufer und drücke X. Wenn du wieder auf die hohe See hinaus willst, nähere dich dem Schiff und drücke X, um vom Bord zu gehen. Unser Ziel ist der ferne Kontinent der Herbstlande, nordöstlich von hier. Dort wirst du Schweinfort finden. Wenn du auf hoher See die Orientierung verlierst, wird sich die Weltkarte als nützlich erweisen. Drücke an Bord der Seko R1, um sie aufzurufen. Wenn du nicht an Bord des Schiffes bist, kannst du mit R1 die Umgebungskarte auf und mit 3 drücken. Verfügst du über solch eine Karte, hast du keine Ausrede mehr, wenn du dich verirrst. Ich kann jetzt die Weltkarte benutzen. So, wir müssen dahin. Okay, ja, finde ich sehr geil, muss ich zugeben. Ach, ich werde sogar im Wasser angegriffen. Heidewitzka. No slacking, you lot. Dreierteams. Ja gut, wir sind jetzt auch zu dritt. Okay, jeder nimmt einen, ich nehme den hier. Okay, die sind ziemlich stark. Aber... Schnell, Leute, schnell! Oh mein Gott, ich muss geheilt werden. Ich muss dringend geheilt werden, bitte. Oh, ist der eine schon weg? Na komm. Nee, der lebt noch. Wow, okay. Die Gegner hier sind wirklich sehr stark. Ein Joghurt. 9 auf 10. Fratzel von 1 auf 4. Auch von 1 auf 4. Und ich brauche dringend Heilung. So, meine Freunde, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll. Wir machen einfach so, ich mache jetzt hier nur mal kurz Pause und werde eventuell ein bisschen leveln bei den Wasserviechern. Und ja, wie immer. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dann, bleibt dran, ciao!